if you believe it. Know that you can have it, yeah. Though the best in life don't ever come easy, you don't have to worry. See, it's all about the journey, yeah. So we're climbing higher, higher. Every day we're getting stronger, stronger. Ein Traumwetter. Genau das richtige Wetter. Um Kaffee zu fahren. Auch wenn wir jetzt nur 5 Minuten fahren. And you know we don't stop, never stop till we take it to the top, yeah. Dann haben wir gedacht, wenn wir das hinkriegen können, dann müssen wir das unbedingt probieren, sie zu kriegen. Ja, sehr gerne. Open up your eyes and see everything you want it. Know if you believe it. Know that you can have it. Yeah, yeah, yeah. Know the best in life don't ever come easy. You don't have to worry. See, it's all about your journey. Yeah. So we're climbing high. Und das nächste große ist in 3 Wochen in Landshut. Das sind wieder 2400. Ja, das ist, hat eine enorme Dimensionen angenommen die letzten 2 Jahre. Bei Facebook gesehen und auch auf der Bühne gesehen und jetzt ist es live. Zurückgeben an den Ort Bochum, an die Ruhr-Universität und dafür bin ich total dankbar, dass sie das machen und bin gespannt wie Flitzebogen und ich sehe dieses Ding hier, das ist eben nicht, nicht eine PowerPoint-Präsentation, die 200 Charts haben wir zusammen durchgemacht und das haben wir noch Montag beendet und jetzt geht es mal richtig in die Praxis und vielleicht erkennen wir das eine oder andere rudimentär wieder von dem, was wir gesprochen haben. Und manche Dinge werden auch vollkommen neu sein. Also ist ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ich bin total gespannt. Super. Herzlichen Dank. Kommt jemand in eine Führungsposition im Vertrieb? Oftmals ist es so im Mittelstand, er war mal der beste Verkäufer. Da hat man überlegt, was machen wir mit dem? Machen wir den zum Verkaufsleiter. Aber wenn du gut verkaufen kannst, ist das was komplett anderes, als wenn du eine Vertriebsmannschaft zum Erfolg führst. Das ist was komplett anderes. Also findet eine Kennzahl, womit ihr sofort das Potenzial des Kunden herausfindet. Red Bull. Red Bull, warum war Red Bull so erfolgreich? Warum ist Red Bull so abgegangen? Ihr wisst, dass Red Bull in Deutschland eine Zeit lang verboten war. Als die 1991 zum deutschen Markt gekommen sind. 1990 waren die verboten. Aber in Österreich waren die erlaubt. Und die Bayern haben aus Österreich kofferraumweise Red Bull nach Deutschland reingeschmuggelt. Ganz kleines Dankeschön, das ist jetzt aus Bochum für Bochum. Ah, cool. Der Herr Fiege hat ja, der hat ja eine ganze Menge gutes Bier. Und so das Best-of von dem, was er macht, das findet sich in diesem kleinen Paket. Ja, herzlichen Dank. Leider zu wenig. Perfekt, aber, alles ganz gut. Ganz herzlichen Dank. Ich danke. Dankeschön.